Hallo und herzlich willkommen hier zu The Forest. Ja, mit euren Danny hier zu Part 3. Ja, ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder gute Nacht. Ja, wie es bei euch gerade ist, weiß ich nicht. Ja, Freunde, heute werden wir unser Shelter weiterbauen und natürlich hier die Insel erforschen. Ja, bei mir ist es gerade wunderschöne Nacht. Und wir werden jetzt mal natürlich schlafen gehen, weil wir wollen ja natürlich was von der Welt sehen. Ja, ich hoffe zumindest, dass wir jetzt schlafen können. Ja, wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, laufen wir jetzt mal hier vor. Erstmal nehmen wir uns die Axt mit. Ja, und suchen wir uns mal was zu essen. Nehmen wir noch diesen Stein und diesen Stein mit. Ja, hier Freunde, seht ihr hier vorne einen leichten Bug. Ja, wie wir schon wissen, ist das hier eine Alpha-Version. Also die Version ist noch nicht fertig. Ja, das ist alles noch in der Entwicklung. Und da kann das locker mal passieren, dass hier noch Bugs drin sind. Aber die werden natürlich jedes Mal rausgenommen, wenn eine neue Version kommt. Ja, Freunde. Laufen wir jetzt mal weiter und nehmen alles mit, was wir kriegen können. Und dann werden wir mal unser Shelter weiterbauen. Ja, ich habe unser Shelter ein wenig verlegt. Ja, unsere Nachbarn waren wirklich so extrem krass. Die sind ja bis in die Hütte gekommen. Ja, wir werden unser Objekt hier aufbauen neben diesem See und werden jetzt erstmal in unser Survival Buch gehen, wo wir hier natürlich auch Pflanzen finden. Wo hat man das jetzt? Ja, hier sieht man Pflanzen, die nicht zu giftigen Pflanzen oder Bären, und hier sind die giftigen Bären. Ja, den Unterschied sieht man wirklich hier draußen nicht. Man muss sie probieren, dann weiß man, ob sie gut sind oder schlecht. Ja, Freunde, machen wir weiter. Ein Feuerchen haben wir. Ein Shelter haben wir natürlich auch. Was haben wir jetzt hier noch? Ja, wir können uns jetzt ein Lager bauen. Oder wir bauen uns... Ach, wo haben wir es jetzt? Wo ist es? Jetzt ist es gleich auch nicht. Da! Doch, hier. Wir bauen uns eine Falle. Ja, dass wir erstmal ein wenig geschützt sind. Was bauen wir jetzt? Bauen wir am besten sowas mal, dass wir unser Lager erstmal ein wenig verteidigen können. Werden wir unsere Falle hier aufstellen. Und natürlich braucht unsere Falle Steine, Äste und Holz. Ja, die Steine können wir natürlich schön einbauen. Ja, da hätten wir das erstmal wenigstens weg. Jetzt werden wir hier noch einen Baum fällen. Hier bei The Forest. Den Part 3. Yes. Wir hacken das Holz. Wir hacken das Holz. Baum fällt. Freunde, auf geht's. Bauen wir unseren Besuchern. Ja, und da sind sie auch schon wieder. Ich höre sie. Sie schreien nach Mama. Aber Mama nützt dir hier nichts. Ja, bauen wir schnell unsere Falle. Ja, wo war denn jetzt das andere Holz? Wo ist es hin? Wo ist es hin? Hier ist es. Ja. Wie gesagt, ich musste unser Lager ein wenig verändern. Ja, wir hatten, oder ich zumindest, hatte keine Ruhe da. Also es waren jede 5 Minuten waren Leute da. Und das finde ich nicht so sexy, wenn da jede 5 Minuten jemand in mein Schlafzimmer rennt. So, werden wir nochmal hier den Baum fällen. Und immer schön die Umgebung beobachten, ob wir unbekannten Besuch bekommen. Ja, wunderschön aufgenommen. Laufen wir zu unserer Falle.
wo wir schon gar kein Holz mehr brauchen, sondern Äste. Super. Toll. Hauen wir halt alles hin. So, nehmen wir mal unsere Axt hier und fällen mal diesen komischen Strauch hier, wo wir uns unsere Äste schnappen können. Ja, hier wunderschön wieder zu sehen, ein kleiner See. Hier ein Spieß. Ja. Ja, wo wir hier Fische bauen könnten. Wo wir Fische bauen könnten. Fische angeln könnten natürlich. Oder aufspießen. Ja, und den haben wir dann auch. Wo haben wir denn? Unseren Fisch. Wo ist unser Fisch? Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Wo ist unser Fisch? Ja, dann müssten wir vielleicht nochmal einen jagen. Survival! Nein! Kommt her! Boot, 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 boot. Ach, Mensch. Boot, 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 boot. Nein! Ja, ihr seht, ich bin nicht der große Angler. Ja, oder den. Jetzt, wir dürfen haben. Ja, wunderbar. Hier haben wir unsere Fische, die wir nachher hier auf dem Rost schmeißen können, auf dem Grill. Und können uns hier eine kleine Grillparty leisten. Aber jetzt brauchen wir erstmal noch Äste. Wo haben wir die Äste? Nehmen wir uns erstmal unser Werkzeug in die Hand. Hier, wunderschönen Koffer wieder. Lagen die gerade eben auch noch da? Ich weiß es nicht. Ich habe sie zumindest nicht gesehen. So, wo haben wir jetzt noch Äste hier? Äste, Äste, Äste. Nein! Die sind ja auch wirklich überall. Ja, aber zumindest sind sie weiter entfernt als vorher. Ja, scheiß Tennisball hier. So, nehmen wir mal unsere Axt und suchen jetzt hier noch Holz. Zum Beispiel hier. Ja, wie viel bräuchte man denn noch? Ach, noch genug. Ja, dann schauen wir mal hier rein. Die Musik wird auch schon wieder extremer. Als... Hallo, ich bin da. So, nehmen wir mal das hier. Holz. Äste, Äste. Hier sind halt natürlich solche Bären hier. Wir könnten sie probieren, was das ist. Das sieht gut aus. Nein! Das waren keine guten. Dafür machen wir ihn jetzt kaputt. Dass wir ihn nicht nochmal probieren. Nehmen wir uns noch ein paar Äste mit. So, laufen wir mal zu unserer Falle. Hier liegt noch schön Holz. Nein! Verschwindet! Ach, drei Mann. Die wollen mich bestimmt willkommen heißen. Hallo! Ich bin der Neue! Haut ab! Ja, was wollen wir denn alle auf dem Baum hier? Will ich auch nochmal hochkommen? Ja, sind sie gutartig? Sind sie bösartig? Ich weiß... Na! Sag mal! Jetzt geht's wohl los hier, oder was? Yes! Ah! Ja, was ihr könnt, könnt ihr schon lange. Nein!
Ja, Sie verstehen keinen Spaß. Na! Ich will doch bloß hier wohnen! Und schon hat man wieder Krach mit den Nachbarn. Nein! Ja, die sind ja richtig anhänglich. Ach, jetzt kommt schon der vierte. Das sieht wieder nicht so gut aus hier bei The Forest. Ja, Emma lässt mich auch nicht in Ruhe. Ja, schon wird das immer gestorben. Das ist doch nicht normal hier. Hier kann man sich nichts mehr aufbauen. Ach, Mann. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht schön. Und schon wieder hängen wir hier in dieser komischen Höhle. Ja, laufen wir jetzt mal hier raus. Und versuchen hier uns zum zweiten Mal diese Höhle zu verlassen. Ach Mann. Ich hatte eigentlich nichts gemacht. Sie haben mich angegriffen, ihr habt es gesehen. Ich war unschuldig in dieser Sache. Ja, was findet man denn hier? Pflaumenschnaps, Pflaumenschnaps. Ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn wir hier drinnen sind. Dann können wir uns vielleicht noch die Waffe suchen. Wenn wir sie gleich so finden. Weil ich möchte jetzt nicht so unendlich lange hier drinne sein. Es ist ja feindes Gebiet. Wir sammeln hier wunderschön ein. Wir sind hier wie auf dem Freimarkt. So. Überall Koffer. Ja, wie man es... Ja, ab und zu ist es echt belastend, dass man hier nicht mehr 5 Minuten seinen Freiraum hat. Aber das macht ja The Forest gerade so interessant und schwierig, dass man hier sehr schwer eine Nacht mal überleben kann. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt hier wieder rauskommen. So, nimm mal noch die Leuchtfackeln mit hier. Nein! 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 Ja, super. Das ist ja nicht mein Spiel hier. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, Freunde, das tut mir ja echt leid. Aber The Forest mag es nicht, wenn wir so tief in die Grotten reingehen. Ja, Freunde, es wird irgendwann klappen, dass wir unsere Burg, unsere Festung hier haben. Aber das macht es ja gerade so interessant hier bei The Forest, dass man nicht gleich von Anfang an irgendwas hochziehen kann, um sich zu barrikadieren. Man muss hier wirklich über alles nachdenken. Ja, Freunde. Ich glaube, jetzt hat man einen leichten Ruckler drin. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, wie gesagt, es ist nicht so einfach, hier irgendwas zu bauen, zu schaffen. Das macht das Spiel ja so interessant, weil es ist so heimtückisch. Man weiß nie, was so gerade passiert. Ob man die nächste Nacht überlebt. Ja, Freunde, wir sehen uns dann in den nächsten Part wieder. Ja, die Zeit ist schon leider wieder vorbei. Ja, wenn es dann heißt, hier bei The Forest. Danke!